Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen sehr besonderen Adventskalender für euch, den ich mir seit jetzt im dritten Jahr quasi immer wiederhole, um ihn hier auch vorzustellen und einfach eigentlich auch während der Weihnachtszeit zu öffnen. Und zwar ist es der 24 Gute-Taten-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir mal zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist ein Adventskalender, der ganz besonders ist, denn wir haben hier keine Schokolade drin, wir haben hier kein Tüdelü, Tralafitti, Beauty-Kram drin, sondern es sind 24 gute Taten, die man quasi im Advent verrichtet, dadurch, dass man halt im Vorfeld sich den Adventskalender gekauft hat. Ich weiß, dass viele das immer ziemlich feiern, wenn ich den auch vorstelle, einfach weil ja, 24gutetaten.de tatsächlich immer sehr, sehr gut die Projekte auswählt, um die es halt geht. Also das sind Projekte aus den Bereichen Gesundheit, Bildung, Versorgung und Natur. Wir haben hier auch eine kleine Anleitung mit dabei. Da steht halt auch, dass dann jeden Tag im Advent ein bisschen mehr zu dieser jeweiligen guten Tat, also sowohl auf der Homepage 24gutetaten.de, verlinke ich euch in der Infobox, ne, beschrieben steht, als auch tatsächlich bei Instagram, da kann man mal vorbeischauen. Und was halt auch schön ist, die informieren auch, was aus den Projekten so geworden ist. So, übers Jahr hinweg können sich die Firmen dort bewerben oder die Institution und ja, dass sie halt in den Adventskalender reinkommen, denn dieser Adventskalender kostet uns 24 Euro, also 1 Euro pro Tag und zuzüglich Versandkosten natürlich. Und ich finde das schön, was da drin ist, wirklich. Aber ja, ich weiß, dass viele so sind wie ich, die halt gerne wissen möchten, wohin die Spenden dann auch wirklich gehen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, komm, ich mache den auch dieses Jahr mit euch zusammen auf. Letztes Jahr, vorletztes Jahr habe ich das auch gemacht. Letztes Jahr habe ich den sogar in Kooperation zugeschickt bekommen. Und ja, ich ne, finde es einfach schön, das so einfach zu kommunizieren. Ich bin ein bisschen außer Puste. Ich weiß auch nicht, warum. Es macht keinen Sinn. Ich bin in letzter Zeit sehr viel außer Puste. Genau, ich finde es immer schön, wie gesagt, zu wissen, wohin die Spenden so gehen, dass ihr euch mit diesem Video einfach einen kleinen Überblick machen könnt. Und wenn ihr dem Adventskalender dann im Großen und Ganzen zustimmt, ist es vielleicht eine ganz coole Geschichte. Den kannst du entweder selber verwenden oder du kannst ihn verschenken oder du kannst den, wenn zum Beispiel eine Firma zuschaut, ne, das ist eine super Geschichte als Weihnachtswerbegeschenk und so, finde ich persönlich immer ganz nice, vor allem, weil es auch unter dieser Freigrenze, glaube ich, liegt, ne, Steuerfreigrenze, bla. Egal, so, ich starte jetzt einfach mal mit der Nummer 1. Und dann gucken wir einfach mal, wohin die Spende gehen wird. 12 Eier einer Meeresschildkröte werden auf den Kapverden geschützt. Ne? Sowas finde ich auch sehr cool tatsächlich, weil Meeresschildkröten sind einfach vom Aussterben bedroht. Und ja, dann wird da jemand drauf aufpassen. So stelle ich mir das irgendwie so vor. Die Spenden gehen natürlich weltweit. Ne? Also das ist halt nicht nur auf Deutschland beschränkt oder auf Europa, sondern auf die ganze Welt. Hier habe ich jetzt die Nummer 2. 2 Jahre sauberes Wasser für eine Textilarbeiterin in Bangladesch. Das ist nicht selbstverständlich. Also ich finde, dass dieser Adventskalender auch immer so ein Stück weit einem die Augen so öffnet, dass wir doch in einer sehr privilegierten Welt hier in Deutschland wohnen. Ne? Auch mit dabei ist selbstverständlich die Nummer 3. Eine Minute Berufsvorbereitung für Menschen mit Behinderung in Deutschland. Das ist wirklich wichtig. Das stimmt, das ist richtig wichtig. Und klar, dadurch, dass ich einen Adventskalender dann halt gekauft habe, oder dass ich diesen Adventskalender gekauft habe, habe ich dann eine Minute damit gesponsert. Und ja, je mehr Leute den dann kaufen, desto mehr Minuten können dann da auch locker gemacht werden. Hier haben wir übrigens die Nummer 4. Eine Stunde Versorgung für ein gerettetes Gepardenbaby in Somaliland. Somaliland, okay. Ich dachte, das heißt Somalia. Nee, das Somaliland ist dann wahrscheinlich noch was anderes, aber krass. Eine Stunde, 1 Euro. Sowas finde ich immer heftig. Also das beeindruckt mich halt auch einfach immer wieder. Ne? An dem 5. Dezember haben wir eine Minute rollende Klinik für die indigene Bevölkerung Mindoros. Okay, ja, sowas ist natürlich auch eine ganz wichtige Geschichte. Rollende Klinik wahrscheinlich, weil die Wege sehr, sehr weit sind, um zu der nächsten Stadt zu gelangen, wo man theoretisch dann eine klinische Behandlung bekommen könnte. Und ich kann mir einfach auch vorstellen, dass gerade Frauen, die in den gleichen Umständen sind wie ich gerade, ne, hochschwanger, das dankend annehmen werden. Krass. Nikolaus, die Nummer 6 haben wir hier. Ein gesundes Frühstück für einen obdachlosen Menschen in Hamburg.
Wow, das kann man mit einem einzigen Euro finanzieren. Sowas finde ich einfach heftig. Die Nummer 7 ist ein neuer Baum für den Kazi-Wald in Uganda. Ja, natürlich, es wird so viel gerodet und abgeholzt und hast du nicht gesehen, gerade jetzt in der Papierkrise, Leute, die Party geht hart ab, ne? Und wenn man da mit einem einzigen Euro einen Baum pflanzen kann, das ist einfach großartig. Da bewegt man ganz schön viel, ne? Die Nummer 8 darf auch bei diesem Adventskalender theoretisch machen, dass es kracht. 3,5 Minuten Unterstützung für bedrohte Journalistinnen weltweit. Wow. Wow. Das finde ich auch interessant. Also du hast ja nicht überall die Pressefreiheit und so, ne? Wenn man einfach auch manchmal hört, was so Journalisten und Journalistinnen passiert weltweit, das ist schon krass. Ich weiß zwar nicht, inwiefern diese Unterstützung dann gewährleistet wird, aber das werden wir dann ja quasi auf der Instagram-Homepage oder auf der Instagram-Seite oder so sehen werden. Mal gucken, wen wir mit der Nummer 9 erfreuen dürfen. Ein 1/2 Quadratmeter nachhaltiger Obst- und Gemüseanbau für eine Familie in Tansania. Aha, die Nummer 10. 3 Chatnachrichten für ein hilfesuchendes Kind in Deutschland. Oh, ja, kennt ihr noch die Nummer gegen Kummer? Meine Herren, habe ich die damals häufig gewählt. Ich habe eine interessante Kindheit hinter mir oder Jugend vielmehr. Und da gab es halt auch diese Nummer gegen Kummer. Und da unterstützt man doch super gerne da, dass den Kindern geholfen wird. Ne? Das ist echt krass. Und witzig, dass 1 Euro 3 Chatnachrichten quasi abdecken. Dann suchen wir mal die erste Schnapszahl, die Nummer 11, die haben wir hier unten. 24 Minuten Berufsausbildung für einen Menschen in Nicaragua. Ja, okay. Die haben wahrscheinlich auch nicht so die Strukturen, wie wir die haben mit so einem dualen System. Und hier, dass man auch wirklich regelmäßige Schulbildung bekommt und so weiter. Ne? Und dann ist es mit der Berufsausbildung wahrscheinlich auch nochmal so eine ganz andere Kiste. Da musst du ja gar nicht so weit gucken. Also da ist ja allein die Berufsausbildung zwischen Deutschland und, keine Ahnung, Frankreich eine ganz andere. Und da weiß ich nämlich noch, da wurde ich in meiner Ausbildung damals, als ich in der Ausbildungsstätte auch war, ne, interviewt von einem französischen Magazin. So, wie ist eigentlich so eine Ausbildung in Deutschland und was ist das eigentlich? Wie funktioniert das? Wie schulisch? Hä, du bist jetzt schon direkt nach deinem Abschluss am Arbeiten. Wie kann das denn sein? Und gleichzeitig noch in der Schule und wie machst du das? Genau, das ist total cool. Dann habe ich jetzt hier die Halbzeit, die Nummer 12. 150 Quadratmeter Amazonas-Regenwald werden in Brasilien geschützt. Mit einem einzigen Euro? 150 Quadratmeter, das ist ganz schön viel. Die zweite Halbzeit, die zweite Hälfte des Adventskalenders wird mit der Nummer 13 eingeläutet. 90 Stunden Licht für eine Geburtsklinik in Sierra Leone. Sowas finde ich auch krass. Ich habe gerade keine Ahnung, wo Sierra Leone sich befindet. Weiß ich wirklich nicht. Irgendwo südlich gelegen. Keine Ahnung, bin ich ehrlich. Also ich bin kein Ass in Erdkunde, ne? Aber 90 Stunden Licht finde ich wirklich gut. Und es ist so wichtig, dass man das halt hat, ne? Gerade in, also dieser Adventskalender lässt gerade meine Muttergefühle ganz laut schreien. Ich sag's euch, das ist echt heftig. Dann habe ich jetzt hier die Nummer 14. 1 Stunde Auswilderungstraining für einen Affenweisen im Kongo. Ach was. Ja, natürlich. Ne? Die werden dann wahrscheinlich bei diesen Geburtsstationen aufgepäppelt und so weiter. Und dann müssen die natürlich auch irgendwie, also nicht Geburtsstationen, bei den Waisenstationen, ne? Dann müssen die natürlich auch wieder in die Natur entlassen werden. Und das ist halt nicht so leicht, weil die sich natürlich an die Leute gewöhnt haben, die sie umsorgt haben und die als Eltern quasi wahrnehmen. Oh Gott, ja. Baby, ja, gut. Die Nummer 15. Ach so, das sind Farben quasi. Schön, dass mir das jetzt auffällt. Gelb ist dann quasi auch immer Versorgung. Du hast hier auch immer diese Symbole nämlich drin, die halt auch im Vorfeld hier beschrieben waren. Guten Morgen. 2 Wochen sichere Toilettengänge für ein Grundschulkind in Malawi. Auch das ist nicht selbstverständlich, weil Hygiene auf der ganzen Welt so anders definiert wird. Gerade wenn man in diese ärmeren Länder auch schaut, dann hat man einfach nicht dieses fließende Wasser. Man hat nicht diese
Wasserqualität. Ich meine, wir sind es gewohnt, dass wir den Wasserhahn aufmachen können und das Wasser trinken können. Andere sind es nicht mal gewohnt, Wasser zu haben, um sich die Hände zu waschen oder um quasi sich untenrum zu waschen oder um die Hinterlassenschaften wegwaschen zu können. Das ist echt heftig, also wirklich heftig. Und deswegen finde ich das krass, dass man mit einem Euro zwei Wochen finanziert. Das ist wirklich heftig. Okay, das war jetzt die 15. Weiter geht es nun mit der Nummer 16. 7 Minuten IT-Kurs für eine geflüchtete Familie in Jordanien. Okay, ja, ist super wichtig. Also für uns auch. Wir wachsen mit einem Tablet, mit einem eigenen Handy, mit einem eigenen Rampampam auf. Und andere wissen gar nicht, wie sie damit umzugehen haben. Und in der heutigen Gesellschaft musst du das irgendwie können, um halt irgendwie Globalisierung und so, ne, eine E-Mail schreiben. Und ja, manche Länder oder manche Familien können sich das halt einfach nicht leisten, ne? Okay, dann schauen wir mal in die Nummer 17, was dann ja quasi eine Woche vor Heiligabend ist, rein. Eine Minute Krankenhausaufenthalt zur OP eines Spaltkindes in Indien. Das ist auch heftig. Das ist wirklich heftig, weil ich glaube, wenn Babys im Mutterleib ja auch unterversorgt werden und so, ne, dann haben die hier halt diese Spalte, dass halt der Kiefer nicht richtig zusammengewachsen ist. Und ja, dadurch, dass man den Adventskalender kauft, finanziert man, dass halt eine Minute dieses Kind im Krankenhaus sein kann. Und ja, in Indien halt, ne? Und je nachdem, wie viele Adventskalender dann noch verkauft werden, ich hoffe ja immer, dass super viele davon verkauft werden. Deswegen mache ich ja auch die Unboxings hier. Ja. Es ist krass. Mein Freund ist heute sehr, sehr, sehr kommunikativ unterwegs. Merkst du was? So, jetzt habe ich hier die Nummer 18. Die ist hier. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Jetzt werden vielleicht sehr viele warmherzige Projekte kommen. 5 Minuten Sprachunterricht mit Kinderbetreuung für Geflüchtete in Regensburg. Guck mal. Sprachunterricht mit Kinderbetreuung, das ist eben das Wichtige, ne? Weil dann du hast halt die Mütter, die mit ihren Kindern geflüchtet sind und die möchten dann natürlich sich auch integrieren und dementsprechend auch unsere Sprache lernen. Aber was macht man in der Zwischenzeit mit den Kindern? Dann ist es total super, wenn es da auch Angebote gibt, dass man dann halt auch in dem Sinne die Kinder betreuen lassen kann während der Zeit. Finde ich total schön. Dann habe ich hier direkt gegenüber die Nummer 19. 27 Tage frisches Wasser aus Nebelnetzen für ein Schulkind in Peru. Nebelnetze. Ja, die haben in Peru, weil das ja auch höher liegt, ne, solche Nebelnetze. Und da wird dann wahrscheinlich Wasser drin gesammelt. Auch interessant, oder? Ja, weil die halt hoch in den Bergen wohnen. Und da kommst du nicht so leicht an Grundwasser ran. Und da musst du dir was einfallen lassen. Und da unterstützt man dann für 27 Tage dieses frische Wasser aus Nebelnetze für ein Schulkind in Peru. Finde ich krass. Also allein diese Idee finde ich heftig. Dann habe ich hier die Nummer 20. Eine Tollwut-Impfdosis für einen Hund in Uganda. Auch das super wichtig, weil wenn ein Hund Tollwut hat, dann wird er das natürlich entsprechend übertragen. Und da können Menschen, Kinder, also Menschen... Kinder sind auch Menschen, Claudia. Ja, echt krass dran sterben und dementsprechend ist es super, super wichtig. Und natürlich auch freundlicher für die Tiere, wenn die halt die Impfung bekommen, als dass sie dann ja, halt eingeschläfert werden müssen oder so, wenn sie halt Tollwut haben. Ne? Die Nummer 21 habe ich jetzt hier. 3 Minuten Wissensvermittlung für aktive Klimaschützende in ganz Deutschland. Nochmal, 3 Minuten Wissensvermittlung für aktive Klimaschützende in ganz Deutschland, also quasi für Klimaschutzaktivisten, ne? Dass die in Deutschland für 3 Minuten das Wissen vermitteln können. Sowas finde ich auch wichtig, denn wir haben nur diesen einen Planeten, das ist true, das ist klar, jeder tut, was er kann, das ist halt immer so meine Einstellung des Ganzen. Natürlich verhalte ich mich auch nicht perfekt. Tue ich nicht. Weiß ich. Ist auch vollkommen in Ordnung, finde ich. Aber man sollte halt irgendwie das Ganze dann versuchen zu kompensieren. Aber um halt zu wissen, wie man alles Mögliche kompensieren kann, braucht man natürlich Aufklärung. Und da ist es unheimlich wichtig, dass da halt Menschen sind, die sich damit intensiv befassen und die dann Aufklärungsarbeit betreiben können. Zum Beispiel, indem die in Schulen reingehen oder indem die einen Blog betreiben können, indem die überhaupt ihren, ne, die müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Deswegen finde ich das wirklich sinnvoll und finde ich auch gut tatsächlich. Dann gehen wir mal zu der Nummer 22, die habe ich jetzt hier oben. 5 Minuten Online-Psychotherapie für eine traumatisierte Person in Syrien. Ja,
Die sind safe sehr traumatisiert dort. Es ist ein Riesentrauma, was die Menschen erlebt haben, was sie gesehen haben, wen die verloren haben. Ich meine, mir blutet das Herz, dass ich in dieses Jahr zwei sehr, sehr geliebte Menschen verloren habe. Also meinen Opa und den Opa von meinem Freund halt, ne? Und die sind halt eines natürlichen Todes gestorben. Aber wenn ich halt erleben müsste, wie, keine Ahnung, meine Eltern oder meine Kinder dann ja auch in dem Sinne teilweise erschossen werden oder so, true, dann ist es so wichtig, wenn diese Menschen dann auch entsprechend eine Therapie dafür bekommen. Traumatherapie ist auch sehr, sehr wichtig. Okay, so, ein Tag vor Heiligabend. Da gucken wir mal rein in den 23. Dezember. 33 Minuten Ausbildung für Frauen und Regenwaldschutz in Brasilien. Hä? 33 Minuten Ausbildung für Frauen und Regenwaldschutz in Brasilien. Das ist sehr merkwürdig formuliert, würde ich sagen. Werden die dann ausgebildet, also die Frauen, wie man den Regenwald schützt in Brasilien? Oder finanziert man damit sowohl die 33 Minuten für Frauen der Ausbildung und irgendwas mit Regenwaldschutz in Brasilien? Das weiß ich nicht. Aber ich würde jetzt einfach mal tippen, dass es darum geht, dass die Frauen für 33 Minuten mit diesem einen einzigen Euro darauf geschult werden, quasi, wie man den Regenwald schützen kann, wie man nachhaltig vielleicht Landwirtschaft betreiben kann oder sowas. Ne? Das wäre so meine Idee. So, und jetzt bin ich hier bei der Nummer 24. 8 Minuten Ferienfahrt für ein armes Kind in Deutschland. Oh, das ist so wichtig. Ja, das ist wirklich super, super wichtig. Es hört sich so banal an, aber gerade wenn man bedenkt, dass Kinder in einem Zuhause aufwachsen, wo sie nicht so viel bekommen wie jetzt ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zum Beispiel, ist es für die eine unfassbar schöne, ein krasses Erlebnis, in so einem Ferienlager mitfahren zu können. Ich war damals auch in einem Zeltlager oder in einem Ferienlager halt als Leiter mit, ne? Also hatte dann immer so meine kleine Mädchengruppe. Es ist total crazy. Auf jeden Fall hat man einfach diese Dankbarkeit auch gemerkt. Also, dass man quasi den ganzen Tag Spiele hatte, die ganze Zeit Aufmerksamkeit hatte, die ganze Zeit halt irgendwie, alle waren halt ja auch gleich, ne? Also, alle haben das gleiche Kloten. Alle haben das gleiche Plumpsklo, war das echt bei uns. Alle haben das gleiche Essen und die gleichen Voraussetzungen. Und du musst jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, das, was man halt zu Hause halt dann vielleicht erlebt hat, dass dann jeden Tag über Finanzen diskutiert worden ist oder können wir uns das leisten, diskutiert worden ist. Weil im Ferienlager war das halt wirklich einfach, dass alle Kinder das Gleiche bekommen haben. Und da hat man wirklich gespürt bei den Kindern, dass das sehr wichtig war, tatsächlich. Ja, also Wahnsinn. Das ist der 24 gute Taten Adventskalender für dieses Jahr. Ich finde den heftig. Ich verlinke euch den in der Infobox. Also, wie gesagt, wenn ihr irgendwo arbeitet, wo ihr vielleicht eurem Vorgesetzten mal irgendwie einen Tipp geben könnt, das ist eine super Geschichte. Den gibt es auch auf Englisch tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob es den auch in anderen Sprachen gibt, aber auf jeden Fall auf Deutsch und auf Englisch, ne? Sodass man das als Firma sich bestellen kann. Ich weiß nicht, ob man da ein Branding von sich selber drauf machen kann. Keine Ahnung, müsst ihr mal online schauen. Aber ihr habt halt einfach da eine schöne Geschichte, weil das halt auch in so einem Briefumschlag einfach hier verschickt worden ist, ne? Also in so einem Briefumschlag, ne? Das ist halt auch super easy, wenn ihr das jetzt an Geschäftskunden schicken würdet oder halt an die Familie. Anstatt von einer Weihnachtskarte, dass ihr im Vorfeld so einen Adventskalender einfach besorgt und verschickt. Und ich glaube, damit macht man halt viele Leute irgendwie glücklich und stolz in dem Sinne. Und wenigstens die 24 Projekte macht man hier sehr, sehr glücklich mit, wenn man das halt unterstützt, ne? Ich finde es klasse und das ist halt einfach ein kleiner Betrag, den man quasi spendet. Und damit Großes bewirkt. Ich finde es toll. Entschuldigung, dass ich das so häufig sage, aber ich bin da halt immer wieder so fasziniert von. Und Mr. Bauri tritt mich auch die ganze Zeit, weil er einfach merkt, dass ich diese Herzenswärme habe, diese Emotionen und dieses gleichzeitig in meinem Hinterkopf so verdammte Naht, geht es uns hier gut und leben wir hier in einer prädestinierten Welt, dass wir uns über manche Sachen gar keine Gedanken machen müssen, ne? Ja, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem 24 gute Taten Adventskalender für 2022. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalendern. Ja,
Adventskalender, obviously. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von ganzem Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!